News der Woche Nummer 7. Was ist eigentlich in der Türkei passiert? Ja, ein neues Game-Spiel ist auf dem Markt seit letzter Woche. Und auch in Nürnberg waren relativ viele Schafe unterwegs. Ja, am vergangenen Montag vor einer Woche ist in der Türkei mehrere Erdbeben der Stufe 7-8 aufgetreten und auch in der Nähe von Syrien. Aktuell sind laut der Internetseite ca. 13 Millionen Menschen betroffen. Und seit Dienstag sind schon Rettungskräfte vor Ort, wie der THW, türkische AFAG und IPUN, SPUN, APUN, RPUN, Germany, die eben vor Ort helfen und ja, weitere Überlebende suchen oder auch Tote leider findet. Aktuell geht man von einer Zahl oder ist die Zahl über 10.000 Tote leider. Es sind deutlich mehr. Ich hoffe mal, das wird da wieder gut schnell aufgebaut. Und wenn ihr spenden wollt, dann einfach in die Videobeschreibung. Da habe ich euch den Link zum Artikel oder von der Seite reingetan. Und dann könnt ihr auch darüber, von der Seite von denen darüber spenden, wenn ihr wollt. Am Dienstag, einen Tag später, letzte Woche, den 7.2., war da für viele schon 72 Stunden vorher der Release-Datum oder Release von Hogwarts war offiziell für alle Menschen spielbar. Ist aktuell auch PC, PS4 und Xbox. Es soll laufe der nächsten Monate dann auch noch für die PS5 und Nintendo Switch herauskommen. Ja, das ist ein sehr schönes Spiel. Ich habe da auch selber schon ein bisschen gespielt. Ja, am 10. war ja der offizielle Release-Datum von dem Spiel. Es wurde mehrfach verschoben von den Spieleentwicklern. Aber ja, es gibt auch eine andere Sache, dass die Autorin, die eigentlich die Bücher geschrieben hat, in der Kritik steht, weil sie hat Äußerungen hatte, die feindlich gegen eine Personengruppe war oder ist. Und aber das Spiel hat mit der Autorin überhaupt nichts miteinander zu tun. Das heißt, das Spiel wurde von verschiedenen Programmierern zusammen entwickelt, für die Fans, und genau der ist am Ende auch herausgekommen. Schaut sehr gerne vorbei, ab März wird das Spiel auf jeden Fall hier auf YouTube
auf meinem Kanal auch zu sehen sein. Jetzt muss ich euch erstmal ein Bild zeigen. Ich habe gestern erstmal gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Genau dieses Bild, ja, nicht genau dieses selbe Bild, aber ich habe mein Bild auf Telegram gesehen und der ist, wo ich das gesehen habe, habe ich mir dann auch gedacht, wie kann sowas nur passieren? Ups. Ja, genau um diese Schafe geht es. Das so ist eine interaktive, dass Schafe auch, ja, da hier ein bisschen, ach, ich bin nicht. Ja, dass die Schafe, ja, fressen, dass dann das Gras war aktuell in Nürnberg so wächst und der Hirte oder die Hirtin oder innen gehen dann mit den Schafen zu den Feldern hin und ja, in dem Fall, weil aktuell die Schafe unterwegs sind, soll man seine Hunde auch anleihen, an der Leine. Und ja, wo gilt der aktuell? Rennhof Ost und West, Debergdorf an der Gleichwichterstraße Nord und Süd sowie auch der Mohrenbrunnenfeld. Das ist verboten, seine Hunde frei laufen zu lassen, sondern an, ja, an die Leine mitzuführen. Okay. Sehr schwieriges Thema, ich weiß. Das waren die News der Woche von dieser Woche Nummer 7. Wir sehen uns dann in einer Woche Nummer 8 dann wieder hier. Und bis dahin. Macht gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bye bye. Ciao.